ich bin Julian und ich bin Germany's Next Fahrlehrer. So, ich bin jetzt in meiner zweiten Ausbildungswoche meiner Fahrlehrerausbildung und ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Ausbildungsfahrschule und freue mich auf die 2 Wochen Hospitation. Demnächst habe ich auch noch eine Check-up-Fahrt in Darmstadt, wo ja, ein Fahrlehrer auf meine Schulter guckt und immer guckt, was ich kann oder was ich nicht kann, genauer gesagt. Und da freue ich mich sehr drauf und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Hallöchen, mein Name ist Andrea. Ich bin Inhaberin der Fahrschule Matern in Heidesheim und Budenheim. Das liegt zwischen Mainz und Ingelheim. Seit 10 Jahren bin ich da Inhaberin und immer wieder auf der Suche nach einem Fahrlehrer oder Fahrlehrerin. Letztes Jahr habe ich mich dazu entschieden, ich bilde jetzt selber die Fahrlehrer aus. Und das macht Spaß, zuzuschauen, wie wissbegierig die Leute sind, wie sie sich freuen, dass wir Erfahrungen weitergeben können. Und auch die Schüler geben eine Resonanz ab, dass das toll ist, wenn mal ein junger, angehender Fahrlehrer mit im Auto sitzt und auch mal seinen Kommentar abgibt. Ja. Wir haben heute die nächste Fahrschülerin. Ja. Ich habe dir die Ausbildungsdiagrammkarte gezeigt. Sehr nett. Wir sind jetzt hier bei der Leistungsstufe. Jetzt schaust du mal, was sie heute zu erfüllen hat an Aufgaben. Sag mir das mal. Schwierige Verkehrssituationen, umweltschonend, vorausschauend fahren, Blickschulung und Bremsbereitschaft. So, und du weißt, dass ich einen eigenen Streckenzettel habe. Ja. Also sie ist kurz, wenn du hier siehst, vor den besonderen Ausbildungsfahrten. Autobahn. Ja. Das heißt, sie hat hier bei dem Streckenzettel nochmal die abknickende Vorfahrt zu üben. Ja. Das hat sie nicht ganz verstanden. Hier steht das scharfe Eck. Das ist das Eck, wo du mal mitgefahren bist, wo es um die Kurve geht mit dem blauen Schild. Gonsenheim. Dieser verkehrsberuhigte Bereich. Und das werden wir jetzt mal kontrollieren, ob sie das drauf hat. Und dann gehen wir nochmal zum Parken üben. Alles klar. Let's go. Ich bin jetzt in der dritten Theoriestunde in meiner Hospitation und bisher kann ich sagen, ich habe sehr viel mitgenommen. Ich habe vor allen Dingen Theorie- und praxismäßig viel mitgenommen, was ein Fahrlehrer einer Fahrschülerin oder einem Fahrschüler mitgeben muss. Ich hatte auch schon einige Momente, wo es sehr kritisch war. Ich sag mal, erste Fahrstunden, einer hat geweint, die andere war sehr aufgeregt. Aber das sind Sachen, die man eben lernen muss und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich hier die Stunden nehmen kann. Hi, ich bin hier beim TÜV Hessen und ich habe gleich meine Check-up-Fahrt mit HP. Ich bin gespannt, wie es wird. Hi, ich bin der HP Gerfin, bin Inhaber der Academy Fahrschule Fahrspaß und bilde für die DVPI seit 2018 auf Fahrlehrer in Darmstadt aus. Ja, heute haben wir die Check-up-Fahrten gemacht und was erwartet man von der Check-up-Fahrt? Eigentlich nicht viel, wir bewerten nur das. Den Stand, auf dem die angehenden Fahrlehrer sind, geben den Verbesserungsvorschläge
und Sachen, an denen sie üben können. Das geben wir euch an die Hand, anhand des Roadbooks. Und ja, macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Man hat viele verschiedene Charaktere im Auto sitzen. Und ja, das war mein Wort zum Sonntag. Ja, wofür sind wir heute hier? Wir machen eine kleine Fahrt durch Darmstadt, die sogenannte Check-up-Fahrt. Einfach um zu gucken, auf welchem Stand bist du. Also es ist keine Prüfung oder sowas. Ich werde nicht dem Herrn Brenner sagen, so, oh, er ist ungeeignet oder er ist sehr geeignet. Sondern ich werde einfach gucken, auf welchem Stand du bist. Mhm. Die erklären danach, an was du noch arbeiten musst, um auf ein höheres Niveau zu kommen. Oh ja, besser als erwartet. Ja, das stimmt. Wenn du sagst, dass du 3 Jahre nur Automatik gefahren bist. Das ist auch ein sehr interessanter Beruf auf jeden Fall. Super vielfältig. Abwechslungsreich. Ich meine, gerade für euch Jungen ist es ja auch, du hast ja nicht diesen typischen, ich gehe um 8 Uhr auf die Arbeit und fahre um 16 Uhr heim. Ja, sondern du kannst auch deine Arbeitszeiten super flexibel gestalten. Ist natürlich ein Träumchen, wenn Fahrschüler früher können, aber manchmal schulbedingt und arbeitsbedingt können die halt nicht früher. Ja, aber dafür kannst du halt Sachen morgens erledigen, die andere nicht können. Ja. Ich gehe zum Beispiel morgens regelmäßig Sport machen. Ja, genau. Und habe mittags auch manchmal eine Pause, wo ich dann nach Hause fahren kann zu meinen Kindern, mit denen zu Mittag essen. Und startest halt nachmittags wieder oder mittags. Klar nervt es manchmal, wenn es ein bisschen in die Nacht reingeht, aber auch da kann man ja seinen Tag so gestalten, dass man halt dann nachmittags anfängt und dann in die Nacht reinfährt. Und im Prinzip, wenn du Schicht arbeitest, ist ja genauso. Ich meine, das wird ja jetzt auch nochmal vereinfacht. Ich glaube, hat man nicht früher immer eine abgeschlossene Ausbildung sogar gebraucht? Ohne Schulabschluss? Abitur oder abgeschlossene Ausbildung. Ich musste damals noch Motorradführerschein machen. Und musste noch den LKW-Führerschein. Ja, um die Ausbildung anzufangen? Ja. Oh Gott. Also musstest du abgeschlossen haben, dass du für die praktische Prüfung zugelassen wirst. Sag mal, das war gar nicht so verkehrt, aber ich finde es gut, dass diese Hürde weggenommen ist. Du hast deine Fahrschule in Darmstadt, oder? Nein, in Hofheim und in Hochheim. Am Stoppschild, sehr gut. Yes. Aber das ist tricky. Ja, ja. Da vorne steht ein dunkelgraues Auto auf der rechten Seite. VW Caddy ist das. Da stellt sich nebendran und packst mal rückwärts ein. Da. Ja, da. Da, rechte Seite. Rückwärts einfach. Vorwärts ein bisschen sein. So, dann fahren wir so halb links und dann nach rechts. Glaubst du mir, wenn ich dir sage, ich bin eine super einfache Strecke mit dir gefahren? Ja, ich glaube es dir. Also, du musst hier bleiben, weil die da ist für deinen Nebenmann. Weißt du? Okay, ich dachte, das wäre jetzt die zweite Spur, die ich hätte. Meine ich, daran scheitern angehende Fahrlehrer in der Prüfung, weil sie denken, geradeaus, aber wenn du rechts anfängst, dann immer den ganz rechten Fahrstand kennen. So, und dann wollen wir wieder links in den Hof vom TÜV fahren. Du kannst auch hier ab
Dafür sind wir ja da, gell? So, wir machen das erstmal anhand meines Protokolls und dann füllen wir dein Protokoll aus. Hi, Sitzeinstellung. Hi. Hat soweit gepasst. Lenkradhaltung auch weitestgehend. Ja. Ja. Hat man manchmal gemerkt, dass so. Nein, doch nicht. Ja, das sind ein bisschen die falschen Anliegen. Was mich gerade interessiert ist, hätte ich eine Fahrprüfung bestanden? Weißt du noch, als ich dir ins Lenkrad gegriffen habe? Ah, ja, okay. Da hättest du nicht mal eine Fahrprüfung, geschweige denn eine Fahrlehrerprüfung bestanden. Ja. Aber dafür war es auch nicht schwer. Noch da. Alle gebannt, Alter. Hast du Scheiben. Aber es ist, wie gesagt, das ist jetzt. Sag mal, wie war das? Aber ich muss. Und wenn du das regelmäßig machst, sehe ich da überhaupt kein Problem bei dir. Okay. Auf zum nächsten. Alles klar. So, ich bin so wie immer wieder auf dem Weg nach Hause. Ich habe meine Check-up-Fahrt gemacht. Und ja, im Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit mir, weil ich doch deutlich weniger erwartet hätte von mir, aber es besser gelaufen ist. HP war auch sehr nett zu mir und auf jeden Fall sehr einfühlsam. Und ja,